Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, das ist das Bucket Plugins Programmieren Teil 2 Video. Ihr seht jetzt einfach nur, wie ihr euer Plugin zum Laufen bekommt. Ja, als allererstes werdet ihr, also wenn ihr das Plugin, wenn ihr es hier startet, wird hier oben bestimmt eine Werbung sein und die klickt ihr einfach weg. Gut, danach geht ihr links hin, klickt einmal rechtsklicken auf New, Java Project, wenn es nicht da ist. Stellt es einfach hier oben auf Java, nicht auf Java EE, sondern auf Java. Wir klicken immer auf Java Project. Ich nehme mein Plugin jetzt Tester. Ich klicke auf Finish. Und so, jetzt können wir es öffnen mit diesem Pfeil hier. Und es ist noch einigermaßen relativ leer und jetzt müssen wir es auffüllen. Ihr klickt einfach auf Tester, Rechtsklick, auf Properties, auf Java Build Pass, also Libraries und dann Java Build Pass oder andersherum. Add Extended Jars, nicht Add Jars, Add Extended Jars, klickt hier drauf, geht in euer Dev-Ordner und sucht die Craft Bucket raus. Wenn ihr sie ausgewählt habt, klickt ihr auf OK. Und jetzt hat sich hier ein neuer Ordner erstellt, den interessiert euch, also den braucht ihr einfach nicht mehr. Der ist einfach nur da, ja, weil er da ist, wegen der Craft Bucket-Datei. So, um hier überhaupt was reinzubekommen, damit wir was schreiben können, gehen wir auf Sources, also SRC, New, Package. Und geben mi. Ich gebe jetzt Little Bucket ein. Ihr könnt euren Namen eingeben. Hab schon alles. Nee, ich hab's nicht richtig geschrieben. Na toll. Little Bucket, so. Und dann noch den Namen des Plugins. Tester. Aber ihr müsst alles klein schreiben. Sonst erkennt ihr das nicht. Und es gibt Fehler. Klickt auf Finish. Und es ist weiß. Das müssen wir jetzt eine andere Farbe bekommen, indem wir auf New, auf Class gehen. Und dann den Namen geben, wie es heißen soll, also wo wir reinprogrammieren. Ich nehme als Tester und der, zack, hier erstellt sich was. Und jetzt können wir schon anfangen. Bevor wir aber anfangen, muss ich euch ein paar Sachen erzählen. Zum Beispiel die Tastenkombination mit STRG und S speichert ihr automatisch. Ohne hier oben auf Speichern zu klicken, mit STRG und Leertaste vervollständigt ihr Texte und STRG und O importiert ihr, glaube ich, was. Aber ich mache im Moment noch alles manuell, außer wenn ich jetzt sowas mache, sage ich es euch. Und ja, jetzt erkläre ich euch erstmal, was hier steht. Package me.littlebucket.tester. Das ist jetzt ein Package. Das ist ein Package me.littlebucket.tester. Ist das hier, was drin ist. Und Public Class ist, heißt, das ist eine öffentliche Klasse. Die Klasse heißt Tester. Gut. Und diese zwei Klammern, also geschwungene Klammern und Semikolon sind hier sicher, sonst geht das Plugin, also sind richtig wichtig, sonst geht das Scheiß, ich sag immer Scheiß, Mist, das Plugin hier nicht. Ihr gebt zum Beispiel diese zwei Klammern, zwischen denen wird alles programmiert. Wenn die fehlt, bam, ist hier ein Fehler. Und wenn die wieder da ist, ist kein Fehler. Ihr macht diese Klammer mit STRG alt, mit Taste 7 oder 0, weil zwischen denen, also die müssen, wenn ihr jetzt zum Beispiel eine Klammer aufmacht, muss sie auch geschlossen werden, sonst geht das Plugin nicht. So. Und jetzt ist keine Fehlermeldung da. Ich mache es jetzt weg. Gebe hier auf zurück. So. Und jetzt können wir auch schon mal anfangen beim Programmieren. Wenn jetzt hier da, gibt ihr Extends Java Plugin ein. Schreibe mal eine Leertaste rein, damit es ein bisschen übersichtlicher ist. Und dann seht ihr schon, Java Plugin wird rot angestrichen. Geht ihr einmal kurz hier drauf, ohne irgendwas zu klicken. Auf Import Java Plugin und so, das rote ist weg. Hier hat sich jetzt was importiert. Deshalb heißt es Plugin. So, ist das hier ein Java Plugin. Und jetzt gehen wir einmal hinter die geschwungenen Klammern, machen einmal Enter, wenn ihr wollt, auch zweimal, wenn es übersichtlicher sein soll. Und noch eine kleine Sache, wenn ihr größere Plugins schreibt, zeige ich euch mal, was damit übersichtlicher wird. Weil man kann eigentlich hier noch mehrere Klassen erstellen, so dass man immer wieder neue Zeilen hat. Aber ich mache es nochmal anders. Macht jetzt slash slash. Es wird dann schon Plugin gelesen. Das ist nur was für euch. Und ich gebe dann hier ein Konsolennachricht. Also Konsolennachricht gebe ich ein, weil wir machen jetzt erstmal die Nachricht, wenn das Plugin startet, dass in der Konsole was kommt. So, dafür gehen wir erstmal runter. Geben Add, Override, Enter, Public, Void und Enable ein, Klammer auf, Klammer zu und dann gesprungene Klammer einmal. So, gegen Enter hat sich wieder was Neues erstellt. Und erstmal ist es, also der Enable-Teil, das heißt jetzt,
Die Nachricht wird gesendet. Eine bestimmte Nachricht wird gesendet, wenn es an ist. Dafür geben wir unten S Y S O O T ein, drücken STRG und die Leertaste. Dann stellt sich hier was. Und dann kommen wir automatisch in diese zwei Klammern. Wenn nicht, klickt ihr einfach jetzt hier rein. So, wenn ihr da drin seid, gebt ihr mal einmal oder zweimal, wenn ihr wollt, die Gänsefüße ein, weil es müssen immer zwei sein, so dass es geschlossen ist. Wenn ihr da drin seid, macht ihr es immer so, ihr gebt in eckigen Klammern den Namen des Plugins ein. Bei mir, Tester, wurde gestartet jetzt. Habe ich richtig geschrieben? Ja. Wenn ihr das habt, müssen wir es noch machen, dass es ausgeht. Dafür gehen wir nochmal hier runter, erstmal unter diese eine Klammer. Geben wieder Edge Over, Overwrite, Leertaste, Public, Void, On, Disable, Klammer auf Klammer zu und so. Wieder die geschwungene Klammer, drücken wieder Enter. Und geben wieder das gleiche ein und wieder STG und Leertaste. Geben wir wieder ein Tester oder gestoppt. So, jetzt können wir das alles mal ausprobieren, indem wir speichern. Aber bevor wir das machen, müssen wir leider noch etwas machen. Wir gehen auf Sources, New, File, geben da Plugin.yml ein. Alles klein, so wie ich. Finish, erstellt sich hier was. Bei manchen erstellt sich hier World. Aber dann ziehen wir das hier, ich mal wegmache, ziehen wir einfach das hier oben rein. Da erstellt sich auch wieder sowas. Als allererstes geben wir hier oben Name, den Namen des Plugins ein. Bei mir wäre es jetzt Tester. Danach die Version, die 1.0. Also der Autor ist Little Bucket und Main. Da muss ich euch ein bisschen was dazu erklären. Ich gebe es erstmal ein. Das wäre jetzt me.littlebucket. Habe ich richtig geschrieben? Ja. Punkt Tester. Punkt Tester. Also me.littlebucket. Das heißt, was hier drin ist. Alles, was hier drin ist. Und dann Tester wird jetzt das hier. Diese Datei Tester. Müsst auf großen und kleinen Schreibungen natürlich auch achten. Auf Speichern klicken. Geht auf den eben auf das Plugin Tester. Rechtsklick. Export. Und dann Next. Dann nennt ihr eure Plugin einfach so, wie es heißen soll. Und den Speicherort natürlich auch. Ich nenne es jetzt Tester. Klickt auf Speichern. Und dann exportiert ihr es einfach kurz. Ich habe es kurz gemacht. Gehe meinen Testserver. Zum Start. Gucken wir mal, ob es irgendwo eine Fehlermeldung gibt. So. Das muss ich erstmal laden. Hier seht ihr. Tester, Loading, also lädt. Und ja, hier gibt es einen Fehler. Ich weiß, Leute. Oh, da seht ihr es nochmal besser. Das lösche ich jetzt alles. Zack. Na toll, will nicht löschen. Gelöscht werden. Da ist egal. Ihr seht jetzt irgendwo hier unten. Das interessiert euch nicht, was hier steht. Das ist ein Plugin von jemandem Bekanntem. Und da steht hier Tester. Version 1.0 Tester wurde gestartet. So, jetzt haben wir schon alles hinbekommen. Und ja, gut. Im nächsten Video zeige ich euch jetzt, wie man schon die ersten Kommandos erstellt. Also, ciao Leute, bis zum nächsten Mal.